Ich habe 20 Minuten Zeit in Karmesin und Purpur von meinem eigenen Zuhause aus nach Vermanka City zu gelangen. Mit einem kleinen Abstecher in Messalona und Poladin. Der Haken an der ganzen Sache ist, mein Gameplay ist während der gesamten Reise vertikal gespiegelt. Es ist grausam. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Und dafür sind wir hier in unserer Anfangsstadt, wer hätte es gedacht. Und von hier aus müssen wir jetzt nach Messalona City und danach nach Vermanka City. Ich habe alleine auch so keine Orientierung. Das wird schon mal schwierig genug. Und dann auch auf dem Kopf. Geil. Ihr werdet die Sicht natürlich nicht dauerhaft irgendwie auf dem Kopf sehen. Das ist ein bisschen anstrengend fürs Gehirn und für den Kopf. Das ist nur für mich jetzt anstrengend. Ich werde euch die Perspektive natürlich ab und zu mal zeigen von mir. Aber ich glaube, es ist umso lustiger, wenn ihr es nicht so oft seht, sondern eher die richtige Sicht habt und dann seht, wie ich komplett versage. Und ich würde sagen, die 20 Minuten starten ab jetzt. Jetzt muss ich erstmal mit der Steuerung, oh mein Gott, klarkommen. Und erstmal aus diesem Kaffee raus. Das wird schon mal schwierig genug. Ich folge einfach mal dem Weg. Ich glaube, das ist das Beste. Und ich glaube, nach Messalona geht es hier lang, ne? Ja, also ich glaube, wir müssen hier lang. Das ist dieser komische Pfad, Anfangspfad. Problem ist, diese wilden Pokémon, ne? Die werde ich auch nicht immer sehen. Ich schweige denn, wenn ich auf dem Kopf spiele. Das geht schon mal gut los. Ich glaube, das wird mir oft passieren, dass ich in wilde Pokémon reinlaufe. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die uns nerven wird. Oder mich. Euch wird es egal sein. So, Hauptsprost, wenn ich jetzt ein Shiny finde, ne? Kann es mir egal sein. Ich muss weiterlaufen. Das ist so dumm. Warum mache ich das? Das ist einfach so dumm. Aber ist okay. Ich mache das für euch. Ich ziehe das für euch durch. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade bin. Das ist der Leuchtturm. Ist das nicht komplett falsch? Wir müssen dahinter. Die falsche Richtung, ne? Ja, geil. Ich bin mir gerade unfassbar unsicher. Wie es überhaupt richtig rum lang geht. Und jetzt muss ich die Steuerung noch hier quasi umdenken. Und quasi mein Gehirn auch ein bisschen auf den Kopf stellen, damit das hier funktioniert. Weil die Brücke ist doch schon mal gut. Ich glaube, hier kommen wir in die erste Stadt. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ach, Pratolido, genau. Ach, müssen wir geradeaus? Nee, ne? Aber das ist schon falsch hier. Alter, und die Ansicht ist auch so... Ach, die Kamera, Digga. Südliches... Zone 2. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ist das der Weg nach Messalona? Bin mir gerade echt unsicher. Aber es ist auf jeden Fall eine gute... Oh, da ist... Da hinten ist Messalona. Es ist schon mal eigentlich ganz gut, sich auf jeden Fall auf den Boden zu konzentrieren, weil da sieht man den Weg. Ansonsten würde ich hier komplett versagen. Problem ist jetzt natürlich, die Orientierung zu finden. Das war jetzt so dieser ganz mal lineare Weg. Aber jetzt quasi nach Vermanka zu kommen, wird eine Qual sein. Vor allem... Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Bin ich hier am Pokémon Center in Messalona. Von hier aus müssen wir jetzt nach Vermanka und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich hin will. Ich glaube, hier müssen wir, oder? Müssen wir hier lang? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, das ist komplett falsch, oder? Ich darf halt auch nicht auf die Karte gucken, oder? Aber ich muss mich eigentlich ein bisschen an der Karte orientieren, weil ich nicht genau weiß, wo Vermanka liegt. Also ich muss auf jeden Fall gleich kurz drauf gucken, aber ich gehe jetzt mal einfach hier entlang und glaube, dass das komplett falsch ist, oder? Oh Gott, ist auch mit Klettern umgekehrt. Südliche Zone 1, südliche Zone 2 kann ja gar nicht stimmen. Das ist doch wieder... Der Rückweg, warte mal. Zeig mal die Karte. Hallo? Wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin wieder am Anfang, ne? Vermanka ist... Alter! Ich blicke gar nichts. Ist doch da hinten, Alter. Ich bin komplett falsch. Ich bin die falsche Richtung gegangen. Ich bin komplett falsch. Wie komme ich jetzt hier weg? Oh mein Gott! Was? Warte, ich gehe nach Messalona wieder. Wo ist Messalona, verdammte Scheiße? Okay, das ist doch schwieriger, als ich dachte. Mit meiner Orientierung. Wo zum Teufel ist denn bitte Messalona? Ist das hier... Nee. Digga, wo bin ich? Ohne Witz, ich sehe gerade wirklich auf dem Kopf nicht, wo ich mich gerade befinde. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich orientiere mich jetzt an dem Haus da hinten. So, hier hinten zur Burg. Das ist doch Messalona, oder nicht? Von da aus muss ich dann nochmal neue Orientierung finden. Aber die Zeit läuft mir davon. Das ist so das Ding. Wenn ich jetzt hier ewig rumtrödel, dann könnte mich mal... Dann wird das schwierig. Das ist doch... Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Junge, diese Pokémon, willst du mich verarschen? Ich sehe die nicht mal, weil die auf dem Kopf so kacke klein sind. Die sind so schon kacke klein, aber nicht... Ach, mein Gehirn kommt da nicht mit. Wo? Ey, die Kamera. Ich muss dahinter. So, ich laufe jetzt da ganz nach hinten. Erstmal wieder nach Messalona. Also, ich bin komplett falsch gegangen. Aber ich weiß nicht, wo ich falsch abgebogen bin. Also, in meinem Leben weiß ich das. Aber ich meine jetzt hier im Spiel. ich habe absolut keine Ahnung, wo ich falsch gegangen bin. Also, hier ist Messalona. Ist doch Messalona, oder? Ja, hier ist Messalona. So, von hier aus müssen wir doch jetzt hier lang, oder nicht? Ich muss kurz auf die Karte gucken. Aber ich meine, wir müssen doch hier erstmal ein Parmo wegschnetzeln. Alter, ich gehe mir aus der Sonne. So, wartet kurz. Ich muss. Doch, ich laufe jetzt mal hier am Rand ein bisschen entlang. Dann gehe ich über die Brücke und dann bin ich immer noch komplett falsch, Digga. Alter, ist das weit weg. Ich laufe jetzt erstmal hier den Rand entlang. Das ist noch ein ganz schönes Stückchen. Ich laufe jetzt hier erstmal am Rand. Ich orientiere mich jetzt an der Karte am Rand. Aber wo bin ich denn? Ich bin doch vorhin auch hier lang gegangen oder bin ich lost? Ich bin mir sicher, ich bin vorhin auch hier lang gelaufen. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Obwohl ich mir sicher bin. Steht ihr? Ich auch nicht. Da sind wir uns ja einig. Wenn ich hier am Rand laufe, dann komme ich doch erstmal wenigstens in die Richtung. Aber jetzt geht es ja hier gar nicht mehr weiter, ne? Jetzt muss ich ja gezwungenermaßen hier hochgehen. Bin ich ja wieder falsch, oder? Nee, das ist richtig. Oder? Wenn ich jetzt hier lang gehe, ich geh mal kurz ein Stückchen und guck nochmal. Nee, das ist wieder falsch. Digga, was? Ich check die Karte nicht.
Das ergibt keinen Sinn. Mein Gehirn schafft das nicht. Wenn ich jetzt hier lang laufe, hier. Kann ich da unten nicht runterfallen? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein. Ich will nicht nach unten, nein. Ich muss nach oben drücken. Oh, das ist so verwirrend mit dem Klettern. Ich blicke hier gar nichts. Ich laufe jetzt mal ein Stückchen, aber ich glaube, das ist wieder die falsche Richtung, ne? Ich glaube, ja. Ja, das ist wieder komplett... Ah, ich glaube, wir müssen, glaube ich, von der anderen Seite vom Messalona weiter, ne? Wir sind, glaube ich, auf der falschen... Ja, das macht Sinn. Digga, diese Pokémon gehen mir so auf die... Das schaffen wir nicht. Alter, warum ist das so schwierig? Also für mich, ey, das verwirrt mich so... Alter, ohne Witz, wenn ihr das seht... Ich sehe die Pokémon halt nicht, weil die Kamera auch so kacke ist. Und das ist übel schwer, das irgendwie zu justieren. Das sieht wahrscheinlich leicht aus, weil ihr seht es natürlich auch ganz normal. Ja, Kamera, Digga, was ist mit der Kamera? Geht das nicht anders? Ist das immer so? Kann nicht sein. Wo bin ich hier? Ich will eigentlich nach Messalona zurück, weil ich muss übers Wasser, glaube ich. Ich bin so schon verwirrt. Hä? Wo bin ich? Ich muss nochmal, da hinten, Messalona. Ich gehe nochmal nach Messalona. Zum 80. Mal. Jeder, der das guckt, denkt sich so, Alter, ist der dumm. Aber macht das selber mal. Das ist übelst der Kopffick auf gut Deutsch. Wir müssen jetzt hier auf die andere Seite. So, wir gehen jetzt hier übers Wasser. Geht das überhaupt? Das geht, ne? Ich glaube, das ist der Fehler. Wir müssen nämlich auf der anderen Seite dann starten. Vom anderen Eingang. Ich weiß jetzt nicht von welchem. Aber das schaffe ich jetzt doch zeitlich gar nicht mehr, oder? Dann nochmal nach Vermanka. Wobei, wenn du einmal den Weg, glaube ich, hast, dann geht's. Kann ich bitte da hoch? Nö. Ich muss nur einmal den scheiß Weg finden. Und ich glaube, dann geht's. Also behaupte ich jetzt mal. Jetzt bin ich hier am anderen Pokémon Center. Ist das Richtige? Oh nein, sag mir nicht, ich werde jetzt da rausgelassen, wo ich gerade war. Ich muss zum richtigen Ausgang. Oder Eingang. Als bin ich in der. Ich wollte nicht in die Stadt, Digga. Oh mein Gott, wir haben noch 9 Minuten Zeit. Und ich bin nicht mal aus Messalona City raus. Dafür kann man mir wirklich mal ein Like da lassen. Wie schlecht bin ich eigentlich? Ich fühle mich gerade wirklich, als wäre ich voll der Loser. Ich glaube, das ist wieder die falsche Seite, ne? Nee, das ist richtig. So, hier. Von hier aus. Ja, von hier aus. Jetzt können wir es noch schaffen. Das ist ja eigentlich nicht mehr so weit von dem Ausgang hier. So, wir gehen jetzt einfach mal den Weg hier entlang. Ich gucke jetzt wirklich nur auf den Boden und gehe den Weg hier entlang. Müssen wir über die Brücke? Nee, die Brücke nicht. Ich folge jetzt einfach mal diesem Pfad hier. Und der führt uns dann, glaube ich, nach. Boah, ist es Moldrit oder Boladin? Auf jeden Fall ist die nächste Stadt. Ich glaube, dann ist es nicht mehr so schwierig, dahin zu kommen, wenn ich einfach dem Weg hier folge. Wir sind doch noch richtig, oder? Aber ist schon ein Stückchen. Noch, ne? Oh, das ist schon noch ein gutes Stückchen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt dann wirklich so gut dahin komme. Aber es ist, glaube ich, wirklich klüger, auf den Boden zu gucken. Jetzt haben wir hier das Glück, dass der Boden gut gekennzeichnet ist. Das war jetzt bei dem Gras in der Graslandschaft nicht so der Fall. Und vor allem für mein Gehirn ist das jetzt einfach ein bisschen, ne? Für mein eingeschränktes Gehirn ist das gerade ganz gut. Oder es sind Vulkanos. Die erkenne ich auch auf dem Kopf. Aber ich glaube, bin ich jetzt hier noch richtig? Bin mir gar nicht so sicher. Doch, ich glaube, es sieht ganz gut aus. Nochmal auf die Karte gucken. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Boladin. Das ist richtig, ja. Wir gehen nach Boladin und dann nach... Boah, das ist aber... Also Abstecher in Boladin und dann nochmal weiter nach Vermanka. Ich frage mich nur, ob wir jetzt von Boladin da gut hinkommen. Müssen wir von der anderen Seite der Stadt, ja, ne? Ja, wir folgen jetzt einfach dem Pfad. Ich muss jetzt einfach auf den Boden gucken. Das ist eigentlich übelst einfach jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mich da vorhin so dumm angestellt habe. Wobei, ich weiß warum. Weil es gar nicht so einfach ist, hier dem Weg zu folgen. Ja, weil jetzt bin ich wieder komplett raus. Wo bin ich? Wo ist der fucking Ausgang? Von der Kackstadt? Mein Gott, ich finde den Ausgang nicht. Hier vorne, glaube ich, oder? Oder doch nicht? Nein, hier? Ich weiß es nicht. Bin ich hier richtig? Ich glaube, das doch. Ich glaube, oder sind wir von hier rausgekommen? Nein, das stimmt. Jetzt los. Weiter, weiter, weiter. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem Weg, oder? Nee, das war der Falsche! Ich bin an der gleichen Stelle wieder rausgegangen. Ich fasse es nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich bin doch... Hä? Das kann nicht sein. Ich habe den gleichen Ausgang genommen. Ich muss, glaube ich, einfach nur geradeaus durch. Was mache ich denn? Ich bin nämlich da einmal im Kreis gelaufen. Peinlich. Geradeaus. Was ist daran so schwierig, geradeaus zu laufen? Wirklich, ich frage mich das gerade selber. So, hier. Das ist doch jetzt hier richtig, oder? Wie lange habe ich noch Zeit? 6 Minuten. Oh mein Gott, das wird sowas von eng. Bin ich jetzt hier richtig, ja? Okay, jetzt muss ich einfach nur dem Weg folgen, right? Aber das ist noch ultra weit. Aber einfach geradeaus. Und die Stadt sieht man da dann von der Ferne. Komm, das kriege ich easy hin, oder? Jetzt sehe ich hier aber gar nichts. Oh mein Gott, wo bin ich jetzt? Nein, ich bin, glaube ich, wieder falsch, ne? Wo muss ich hin? Hier oder vorne, glaube ich. Ich habe gar keine Orientierung auf dem Kopf. Ich habe auch so eine schlechte Orientierung. Ist ein kleiner Fakt, den ich euch gerne mitgeben kann von mir. Ich habe echt eine schlechte Orientierung. Als wenn ihr mich jetzt irgendwo aussetzen würdet in irgendeiner Stadt, in der ich nicht so oft bin oder noch nie war. Wobei, das ist dann für jeden schwierig, aber wobei, es gibt ja sowas wie Google Maps und so, aber selbst das ist immer... Ich bin manchmal ein bisschen überrascht, wie schlecht meine Orientierung ist und ich bin, glaube ich, auch ganz schön falsch unterwegs hier, ne? Ich bin jetzt voll vom Weg abgekommen. Wobei, da hinten ist die Stadt. Da hinten, ich sehe sie. Jetzt einfach nur zur Stadt laufen. Das kriege ich hin. Das ist halt direkt da. Ich bin gleich da. Zeig mal. Ja, ich bin gleich da. Tatsächlich. Aber das schaffe ich. Wir haben noch 4 Minuten. Der Easy Challenge, Alter. Dafür, dass es am Anfang so richtig beschissen lief, muss ich sagen, ging das jetzt doch ganz gut. Wenn du einmal ungefähr einen Weg hast, geht's. Aber es ist grausam. Mach das nicht nach. Es ist wirklich lebensmüde. Das sollte man nicht machen. Und jetzt einfach nur über die Brücke. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich bin da. Und das, obwohl der Anfang so richtig beschissen lief, haben wir es tatsächlich in der Zeit geschafft. War vielleicht ein bisschen großzügig die Zeit. Ich wusste nicht genau, ob das hinkommt, aber mein Kopf brennt jetzt. Ich bin ehrlich, mein Kopf brennt. Und ich muss sagen, hätte ich die Karte nicht, wäre ich lost gewesen. Also wenn wir das nochmal machen, können wir die Karte gerne weglassen. Vielleicht ist das dann so ein bisschen der Schwierigkeitsgrad, der uns jetzt gefehlt hat. Aber es ist...
hirnrissig, das zu machen. Macht das nicht nach. Warum habe ich es dann gemacht? Das frage ich mich selber auch. Freunde, falls ihr das nochmal sehen wollt, vielleicht nochmal eine größere Route, vielleicht noch irgendwie anders, dann schreibt das rein, falls ihr es nicht sehen wollt. Dann schreibt das bitte auch, weil das ist einfach sowas total Dummes, ja, was einfach nur keinen Sinn hat. Aber das soll es jetzt an der Stelle gewesen sein. Ich habe es geschafft. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.